Schön, dass du noch weiter dabei bist. Ich habe jetzt hier die Maria im Studio zusammen mit dem Daniel Exler. So schön, dass ihr beide da seid. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir noch mehr Zeit haben, uns zu unterhalten. Denn ihr seid beide Menschen, an die kann man viele Fragen stellen. Und ich freue mich, dass wir jetzt ein bisschen Zeit zumindest haben. Maria, du bist eine Frau, die für so viel steht, vor allem aber für das Thema Berufung. Ich habe von dir gelesen, dass du schon als Mädchen gesagt hast, ich möchte die Berufung von Gott in meinem Leben erleben und nicht vorher sterben. Ich erlebe ganz oft, dass vor allem in Deutschland Menschen sehr verwirrt sind, was ihre Berufung angeht und manchmal vielleicht sogar auch mit Selbstverwirklichung irgendwie verwirren. Was würdest du denn sagen, was ist unsere Berufung als Christ? Ja, also da möchte ich zuerst einmal in Matthäus-Evangelium 28 gehen, weil da spricht Jesus das Ende vom Evangelium und sagt, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Mhm. Also ich glaube, dass die erste Berufung ist, dass wir so werden wie Jesus. Und das ist sehr exklusiv, ja. Wir sollen von ihm lernen, wir sollen bei ihm bleiben. Es heißt auch im Johannesevangelium 15 heißt es, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Hierin ist mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meinen Jünger werdet. Ja. Und weißt du, Frucht, habe ich lange geglaubt, ist Friede, Freude, das ist die Frucht des Heiligen Geistes. Mhm. Aber unsere Frucht soll mehr Christen sein. Unser Leben soll so leuchten und scheinen und ein Vorbild sein, dass andere wollen, was wir haben. Mhm. Und dann, also ich möchte, bin unverschämt, aber möchte Millionen Menschen ins Reich Gottes bringen, die an mir was gemerkt haben, was für sie lebenswert war. Wir sollen die Menschen eifersüchtig machen mit dem, was sie in uns sehen, in unserer Nachfolge von Jesus. Und dann mit Eifer suchen anfangen, was wir haben. Mhm. Und so sollen wir wirklich, also für mich ist das um und auf. Und weißt du, erst in der Apostelgeschichte 12, glaube ich, wurden die Jünger zum ersten Mal Christen genannt. Ja? Mhm. Wir taufen Babys und sagen, das sind Christen. Wir sind erst Christen, wenn der Charakter Jesu in uns sichtbar wird. Mhm. Und das ist Jüngerschaft. Ja. Amen. Ja. Und das heißt, wir sind dann die kleinen Gesalbten. Jesus ist der große Gesalbte. Wir sollen, also es ist nicht ein Tun, was Gott von uns möchte, sondern ein Sein. Mhm. Ein vollkommen in ihm verschmolzen sein. Da heißt es ja auch, ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht, also in Bewegung kommt und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Mhm. Und weißt du, die Liebe von uns untereinander ist noch größer und stärker sprechen wie unsere Verkündigung. Mhm. Ja. Denn unsere Liebe zueinander bestätigt, was wir verkündigen. Das ist dann auch das, was durchstrahlt, gell? Und was die Leute neidisch macht. Und ich muss echt sagen, Maria, das spürt man bei dir, das strahlt aus allen Poren. Daniel, vielleicht die nächste Frage an dich. Das eine ist die Berufung und trotzdem gibt Gott uns ja auch manchmal einen Auftrag. Absolut. Was würdest du sagen, was ist so eine Voraussetzung vielleicht auch dafür, dass wir bereit sind auch für Gottes Auftrag? Also ich glaube, der Schlüssel für einen Auftrag oder für die Berufung ist immer diese Treue im Kleinen. Also ich hab damals einen Job gehabt, ich habe eine Aufgabe gehabt, ich war treu im Kleinen. Und Jesus sagt, wer im Kleinen treu ist, den wird Gott über Großes setzen. Und dann kommt einfach mal eine Aufgabe, irgendwann kommt ein Auftrag, wenn man spürt, wow, das ist mein Auftrag, meine Berufung Gottes. Und wenn man da drin lebt, wird es von einer Aufgabe hin zur Lebensberufung. Und man entfaltet sich, kommt weg von der Selbstverwirklichung hin zu etwas, wo Frieden schafft im Herzen. Man sieht, Menschen werden verändert. Und dann spricht man von Berufung. Mhm. Ja, und Maria, bei dir war es ja auch so, du hast viele Stationen gehabt, bevor du dann mit 60 Vision für Afrika gegründet hast. Ja. Ich stelle mir das so vor, du bist so von Station zu Station gegangen. Hast du da nicht irgendwann mal gedacht, so, wo soll das eigentlich hinführen? Absolut, absolut. Weißt du, ich habe gespürt, ich habe zu Gott gesagt, also er soll mich nicht sterben lassen. Mhm. Und dann habe ich gespürt, in jeder Situation führe und alles, was er mich da geführt hat in der Zeit, brauche ich jetzt in Afrika. Mhm.
Und ich sage immer zu den Menschen, wenn ihr euch Gott zur Verfügung stellt, dann kommt ihr zuerst in die Universität des Heiligen Geistes. Und da gibt es zwei Geschwindigkeitsstufen, langsam und sehr langsam. Ja. Und da kann man nie durchfallen, nur wiederholen. Mhm. Und manche Menschen wiederholen so oft. Die gehen immer wieder das Gleiche durch, weil sie nie die Lektionen lernen. Mhm. Und wie ich das begriffen habe, ja, habe ich gesagt, Herr, ich will keine Wiederholung mehr. Mhm. Ich will nur mehr noch von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen, von Kraft zu Kraft, von Überwindung zu Überwindung, verstehst? Und nicht, was wir erleben, sondern wie wir darauf reagieren. Mhm. Macht uns entweder bitter oder besser. Ja. Und der einzige Buchstabe, der im Englischen sich ändern muss, ist das I. Mhm. Und I ist ich. Gott arbeitet, dass unser Charakter mit der Berufung übereinstimmt. Mhm. Und dann kommen wir auf die Autobahn der Herrlichkeit Gottes und dann geht die Post ab. Und da sagen wir dann, nicht so schnell. Ja. Da hat nämlich er die Führung. Mhm. Ja, stark. Ja. Und was hat dir da so geholfen, dran zu bleiben? Also wahrscheinlich zum einen diese Perspektive, okay, ich bin in der Universität Gottes, aber gibt es noch irgendwas, wo du sagst, wenn heute jemand zuschaut und sagt, ja genau, ich bin da und es geht mir zu langsam, was hilft mir, dran zu bleiben? Ich glaube, dass Gott seine Hand auf meinem Leben hat. Weißt du, wir glauben immer, wir müssen alles in Kontrolle haben, aber er wird immer mehr, kriegt er uns in seine Hand, in seine Führung. Und da wächst das Vertrauen und der Glaube. Und wir sollen werden wie Kinder. Mhm. Und da lebt man dann plötzlich nur mehr noch im Augenblick. Mhm. Verstehst du, gestern ist für mich schon so weit weg, morgen schon noch weit weg. Mhm. Heute, jetzt habe ich die Gnade. Und in diese Haltung zu kommen, im Jetzt zu leben, ist das Geheimnis. Ja. Ja, stark. Und da ist immer alles perfekt. Da gibt er alles dazu. Da alle Gnade, alles Wohlwollen, alle Weisheit, alles. Da lässt er alles vom Himmel fallen. Mhm. Und ich werde manchmal vor Zufällen fast erschlagen. Und das erlebt ihr ja auch, gell? Das erlebst du, Gottes übernatürliche Versorgung. Und da die Frage an dich, Daniel, du leitest ein Missionswerk, bist aber auch Steuerberater, eine sehr spannende Kombination. Ja, ganz selten. Was würdest du denn sagen, was ist dir zum Thema göttliche Versorgung wichtig? In meinem Leben habe ich gemerkt, es ist treue Verwalterschaft. Die Bibel beschreibt, Gott erwartet von einem Verwalter, dass er als treu befunden wird. Und ich habe gemerkt, wenn ich im Kleinen treu bin, tut Gott mich über Großes setzen, so wie ich schon gesagt habe. Und so ist auch wichtig Umgang mit Geld, also Umgang mit Finanzen. Wenn wir da treue Verwalterschaft ausüben, hat es eine Auswirkung auf Wachstum im Leben, auf Berufung im Leben, auf hin zur Versorgung Gottes auch. Es gibt einen Mann, der heißt Miles Monroe, der ist schon gestorben. Und er hat einen Satz gesagt, der hat mich sehr geprägt in meinem Leben. Er hat gesagt, whatever you will mismanage, you will lose. Also was immer du nicht verwalten kannst oder schlecht verwaltest, verlierst du auch. Und ich habe mich entschieden in meinem Leben, das, was Gott mir gegeben hat, will ich gut verwalten, will ich treu verwalten, auch die Finanzen, aber auch die Zeit und Freundschaften, alles, was ich habe. Und da, wo ich treue Verwalterschaft zeige, kommt Wachstum zustande. Und das ist ein Schlüssel auch meines Lebens, auch in diesem Bereich Pastor, Mitsteuerberater. Und treu verwalten heißt dann wahrscheinlich einfach mit Gott unterwegs sein, ihn immer wieder fragen, was möchtest du tun? Ganz genau. Ja. Amen. Das hat auch zu tun, mit Berufung und Auftrag wieder. Ja. Das, was soll ich tun? Und darin treu zu sein. Ja. Ja, meine häufigste Frage ist, Herr Jesus, wie verhältst du dich in der Situation? Nicht, wie würdest du dich verhalten, weil dann sagst du, er ist nicht da, er ist allgegenwärtig. Da habe ich meine Kinder jetzt gefragt in Afrika, wie nahe ist uns Gott? Sagt meine Tochter, wie die Luft, allgegenwärtig. Mhm. Und in dem Bewusstsein müssen wir leben. Er ist allgegenwärtig, allmächtig, allwissend. Und das ist die Beziehung, die wir haben. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, was ihr wollt. Und da kommst du selber vom Staunen nicht heraus. Ja, und dann erlebt man wirklich große übernatürliche Dinge. Und da kannst du den ganzen Tag Danke sagen. Mhm. Danke, danke, danke. Ja. Ich erlebe ganz viele Christen und ich schließe mich da selber mit ein. Manchmal stresst es irgendwie so, den Alltag zu leben und ich möchte so gerne aus Gottes Kraft leben, wie es auch in Jeremia 17 heißt. Ich möchte auf Gott vertrauen. Ich weiß, es ist auch einer der Verse, die dir sehr wichtig sind, dass wir sein wollen wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Und trotzdem gehe ich manchmal abends ins Bett und denke so, heute war ich eher dieser vertrocknete Strauch. Was ist so in deinem Leben etwas, was dir hilft, dran zu bleiben an diesem Vertrauen an Gott? Ja, weißt du, ich weiß, dass alles andere ein Verlust ist. Wenn ich nicht bei ihm bleibe, dann bin ich auf hoffnungsloser Spur und ich brauche ihn jede Sekunde. Und das ist für mich so ein Geheimnis, dass Gott nötig zu haben, ist die größte Reife eines Christen. Mhm.
Und ich bin angekommen dort. Ja. Ich weiß, ich bin sie, ich habe sie, ich kann es nicht in meiner eigenen Kraft, um ein Reich Gottesbürger zu sein. Mhm. Aber in ihm, mit ihm, durch ihn bin ich es, habe ich es und kann ich es, weil er mein Leben ist. Ja. Da muss ich nur immer eben in dieser Verbindung bleiben und hören. Mhm. Ja, es ist wie zwei Verliebte, die bleiben auch immer ineinander das verbunden. Stimmt. Daniel, wie machst du das so in deinem Alltag? Wie verbringst du am liebsten Zeit mit Jesus, so privat, nicht nur geschäftlich, sage ich jetzt mal, um wahrscheinlich Dinge abzuklären, was sollen wir tun? Wie verbringst du gerne Privatzeit mit Jesus? Also ich schaue einfach, wenn ich spüre, jetzt ist der Moment, wo ich mich zurückziehen muss, mache ich das. Ich stehe in meinem Büro einfach auf und gehe einfach weg und nehme diese Momente, wo ich spüre, jetzt ist der Moment, schalte mich ab von allem und gehe ins Gebet hinein, gehe in die Gemeinschaft mit Gott rein, laufe im Büro rum, bete. Gehen in die geistliche Welt dort, löse Dinge in der geistlichen Welt und die haben später Auswirkungen in die physische. Ansonsten versuche ich das, was Jesus sagt. Er tut nur das, was sein Vater tun sieht, diese Verbindung mit ihm, dieses Wandeln im Geist da drin, das ist ein Schlüssel. Mhm. Und das mache ich sehr, sehr gerne. Ja. Genau. Und ist es dir leicht gefallen oder hast du das auch trainieren müssen? So dieses Sehr trainieren. Wenn man es nicht macht, dann läuft man wie trocken. Mhm. Und man muss lernen, das zu tun. Immer wieder in ihm bleiben. Wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, werdet ihr viel Frucht bringen. Mhm. Das ist sehr, sehr wichtig. Mhm. Ja. Ist auch Teil der Universität des Heiligen Geistes, Amen. Oder? Eine Lektion. Da habe ich jetzt gerade eine große Schrift, eine wunderbare Schriftstelle. Das ist in Johannes 16, Vers 13. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sagte ich, dass er von dem Meinen nimmt und euch verkündigen wird. Weißt du, ohne Heiligen Geist können wir dieses Leben nicht leben. Und der Heilige Geist ist uns jetzt gegeben, der ist ausgegossen. Und auf den müssen wir uns verlassen. Und der ist ein liebevoller, aber auch ein wie soll ich sagen, auch ein, ja, manchmal sagt er, Moment, falscher Weg, ja. Also, korrigierend und... Bitte korrigierend, sehr korrigierend. Und bin ich sehr dankbar. Mhm. Sehr dankbar. Ja. Und uns auf den Heiligen Geist zu verlassen, das ist das Um und Auf. Das ist jetzt vielleicht was für euch gar ein bisschen unvorstellbar ist, aber ich spreche oft mit Menschen und die sagen, ich kann Gottes Stimme gar nicht hören. Ich erlebe den Heiligen Geist gar nicht. Wo würdet ihr sagen, wo hakt's da? Weil ich glaube auch, Gott möchte sprechen. Er sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und trotzdem ist es bei manchen anscheinend so, dass es im Alltag gar nicht so Realität ist. Ja. Willst du was sagen dazu? Weil du bist ich habe einen Freund, der hat viele Jahre Gottes Stimme noch nie gehört. Und sagt mir, Daniel, wie hört man Gottes Stimme? Und ich sage, du, erster Punkt ist diese Bibelstelle, die du gerade gesagt hast. Meine Schafe hören meine Stimme. Und er sagt, oh ja, stimmt, das ist ja drin. Ich bin ja ein Schaf, deswegen muss ich Gottes Stimme hören. Sag, ja, jetzt trainier das. Und leg erstmal die Lüge ab, dass du Gottes Stimme nicht hören kannst. Amen. Das ist zwar eine Realität, aber es ist nicht die Wahrheit Gottes. Und die Wahrheit Gottes sind die Worte Jesu. Amen. Er sagt, ich bin die Wahrheit, ja, der Weg, die Wahrheit. Hör erstmal, leg die Lüge erstmal ab, deine Vergangenheit, deine Erfahrung. Und glaube dem Wort. Hat er geglaubt? Und hat angefangen, mitten im Tagesablauf irgendwelche Sachen wahrzunehmen, zu spüren, zu hören, Kleinigkeiten. Sag ich, dann sei treu da drin, nimm das wahr und setz das um. Hat er dann gemacht. Und immer mehr, immer mehr. Und dann ruft er mich an nach einer Woche, Daniel, das macht voll Spaß. Jeden Tag höre ich jetzt Gott und ich mache das, was er sagt. Und es hat sein Leben verändert, nach vielen, vielen Jahren. Und ich glaube, das ist wichtig. Im Kleinen treu sein und dann zu schauen, wo habe ich Frieden? Das ist oft der Heilige Geist, nicht eigene Stimme. Und dann aber auch tun. Hören und gehorsam sein. Das ist der Schlüssel. Ja. Weißt du, mit meinen Kindern lese ich jetzt in Afrika jeden Abend ein, zwei Kapitel vom Wort Gottes, hauptsächlich Neues Testament, und laut. Und dann müssen sie sagen, was sie gehört haben. Denn das Hören kommt durch das Wort Gottes. Und ich bin so überrascht, was diese Kinder hören, auch zwischen den Zeilen im Wort Gottes. Also ich rate allen, die Stimme Gottes nicht hören und nicht laut hören, fang an, dir selbst laut das Wort Gottes zu lesen. Und dann, wenn etwas zu flackern beginnt auf der Seite oder wenn du spürst, das berührt mich, das ist dann das Wort für dich heute. Ja, vielen Dank euch beiden. Unsere Zeit ist leider schon wieder vorbei. Ich könnte noch ewig mit euch weitersprechen, aber ich danke euch, dass ihr die Zeit hier hattet, genau, die Zeit mit mir hier, aber einfach auch für alles, was ihr tut, für Gott, für sein Reich. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute da seid hier in München. Sehr, sehr gerne. Danke von Herzen.